Damit willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich heiße Krisha und heute zocken wir Rush Only Up, wollte ich schon sagen. Nein, wir zocken heute Rush Run Up Super High. Also letztendlich eine Kopie von einem Game Only Up. Beziehungsweise von Only Up gab es ja schon 10.000 verschiedene Kopien und das ist letztendlich eine weitere. Das Game kam am 31. August 2023 raus und man kann das auch im Multiplayer spielen und kostet zurzeit 6,89 € bei Steam. So, dann starten wir mal rein. Machen wir einfach mal Join Game. Okay, hier kann man nur mit einem Code, dann machen wir einfach Quick Play. Wir können anscheinend hier vier Charaktere auswählen. Ja, der sieht ganz nice aus. Auch witzig aus. Wir nehmen mal den hier. So, mal gucken. Bin mir nicht sicher, wie die Performance jetzt hier sein wird. Na, 40 FPS, wir machen mal ein bisschen vielleicht die Grafik runter. Wenn wir hier auf Qualität machen wir mal auf Performance. Mal gucken, ob das hilft. Jein. 53 FPS, das hört sich schon besser an. Wir machen trotzdem noch ein bisschen was runter. Blumen brauche ich auch. Was ist denn Blumen, Alter? Das brauche ich doch gar nicht, oder? Ja, wir machen mal Preset einfach auf Medium. Dann passt, sollte das passen. Sieht gut aus. Und Hauptsache noch, im V-Sync ist doch an. Warum ist denn der auf 70? Ist ein bisschen komisch. Weil mein Monitor geht nur bis 60 Hertz. So. Gott. Okay, es sind immer noch Stutter drin, wenn ich halt hier die Maus so schnell bewege. Aber jetzt sieht das ja übelst weird aus. Warum ist denn das. Ah, machen wir mal. Ist das dieses Bloom oder was? Was irgendwie. Ne, Motion Blur ist sowieso. Chat, Chroma. Eigentlich ist es doch immer die Anti-Analyzing. Siehst du, was. Diese komischen Pixel. Und auch bei der Bewegung sieht das irgendwie komisch aus. Naja, egal. Gucken wir mal, wo können wir hier hoch? Es ist auch tatsächlich mein erstes Spiel in diesem Genre, also wo man halt irgendwie hochklettern muss. Ich habe weder dieses King-Spiel gespielt, wie hieß das? Irgendwas mit King hieß das doch, glaube ich, oder? Oder irre ich mich da gerade? Auf jeden Fall ist es das erste in diesem Genre. Ich weiß gar nicht, wie man das Genre nennt. Only Up, lol. Ach so, okay. Ich bin ein bisschen blind anscheinend. Aber gibt es hier denn Spieler? Nee, es gibt gar keine Spieler, ne? Ah, okay, ich bin also komplett alleine. Ah, okay, jetzt wird auch schon die Zeit angezeigt. Okay, jetzt geht's hier lang. Müssen wir erstmal auf einer Baustelle oder sowas. Ja, ich kann doch bestimmt hier hoch, ja, an diesem Einzelnen. Also links oben wird auch angezeigt, was für eine Höhe wir schon erreicht haben. Okay. Mal gucken, ob wir hier irgendwie. Ich glaube, das ist falsch, dass ich hier drinnen bin. Also ich bin mir nicht sicher, weil wie gesagt, erstes Mal, dass ich das spiele. Na, theoretisch. Warte mal. Wir können den Raum dann nehmen. Den Raum und jetzt können wir. Ne, hier können wir nicht rein. Aber wir können hier rein. Ja, perfekt. Alter. Hä? Kannst du normale Treppen nicht nehmen? Oh, ist das dumm. Hä? Ist dein Ernst? Man kann diese Treppe nicht nehmen? Doch. Also, nicht so wirklich. Ah, hier geht man nicht runter, ne. Hä? Okay. Gibt ja meistens bei diesen Spielen auch immer verschiedene Weisen, sag ich jetzt mal, zu gewinnen. Also, klar, die einzige Weise ist halt hochzugehen, ja, aber es gibt halt immer verschiedene Stellen, wo man hochgehen kann. Soweit ich weiß. Mal gucken, ob das bei dem Spiel genauso ist. Das heißt, sobald ich runterfalle, es geht hier nicht, wenn ich runterfalle, sondern sobald ich runterfalle, müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht einen besseren Weg finden, weil der ist irgendwie ganz schön komisch, den ich jetzt gerade genommen habe. Ist da mitten durch irgendwelche Beute laufen muss. Was ist das für ein scheiß Pfeil? Bringt er mir was? Egal, ich ignoriere den Pfeil einfach mal. Will mich einfach ein bisschen umgucken. Ein bisschen die Map entdecken.
Okay. Ah ja, okay, das sind überall, sowieso überall Pfeile. Da ist ein Pfeil, da ist ein Pfeil, da ist ein Pfeil, da ist einer. Soll das verwirren oder ist das mit Absicht so dumm? Also so gemacht, dass man halt eher auf die Pfeile achtet und nicht auf alles andere, was vielleicht wichtiger wäre. Nee, ich muss doch nie im Leben darüber, oder? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. So weit kann der nicht springen. Nie im Leben. Nee, glaube ich irgendwie nicht. Oh, scheiße. Naja, es ist nicht schlimm, wir sind jetzt eh hin. Okay. Ist ein bisschen nervig. Gehen wir mal hier hoch. Wir gucken uns mal hier ein bisschen um. Hier waren wir ja noch nicht, ne? Nein, nein, doch, hier waren wir ja schon. Ah, hier geht's hoch, hier geht's hoch, alles klar. Das nicht gesehen. Alter, das war ja ein bisschen. Okay. Okay. Kann man sich hier festhalten? Nee. Ah, okay, ducken kann man sich mit C. Also ich spiele auch mit Tastatur. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Das vielleicht nicht besser wäre, mit Controller zu spielen. Okay, jetzt weiß ich wenigstens, wo man hoppen, wo ich hin muss. Okay. So, mit Shift kann man ja sprinten ganz normal. So wie in jedem Game. Boah, was? Ich dachte schon, der hält sich da jetzt nicht fest. Das wäre jetzt bitter. Ist schon meine, keine Ahnung, 100 Meter erreichen oder so, bevor ich runterfalle. Nee, das sieht irgendwie nicht so danach aus. Ich könnte theoretisch hier hoch, aber bringt mir das was? Nee, nicht wirklich, ne? Ah, doch, vielleicht. Ich mache mal ein bisschen langsam hier. Ich könnte zwar auch schneller sein, ein bisschen laufen, aber wir machen mal ein bisschen langsam. So. Okay. Oh Gott. So, mit Rechtsklick kann man ranzoomen, damit man sich da so die ganzen Gegner so ein bisschen anguckt. Anscheinend. Nee, das schaffe ich doch gar nicht. Oder? Das ist auch so fucking verwirrend, weil alles gleich aussieht. Schon wieder so ein Scheißkran. Aber hier ist ja nichts, ne? Also ich kann hier nur runter. Höchstens. Und wenn ich auf diesen Kran jetzt springe, dann schaffe ich es da bestimmt nicht mehr hoch. Das Ding ist aber, von dem Teil muss ich ja wieder dahin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich diesen Sprung schaffe. Auch mit Anlauf. Egal. Doch. Okay, das geht. Ja, okay, aber doch nicht den. Hä? Genau, ich bin ja von da gekommen, ne? So, hier, ich bin da hoch, dann da. Dann bin ich hier hoch. So. Hä, bin ich gerade doof? Ich war doch nicht auf diesem Brett, oder? Nee. Oh, scheiße. Doch, das sieht übel. Die Verhältnisse sehen übelst weird aus. Also hier sieht das viel weiter aus als von hier. Das verstehe ich nicht. Guck mal, hier sieht das aus, als ob das irgendwie so 2 Meter sind, wenn überhaupt. Aber wenn ich da stehe, sieht das aus, als ob das irgendwie 5 Meter sind. Ne, nie im Leben schaffe ich es bis dahin. Okay. Was ist, wenn ich jetzt einfach mal hier hochgehe? Wir gucken uns das Ganze mal von oben an. Den ganzen Spaß. Weil irgendwie sehe ich jetzt irgendwie nicht weiter, wo ich hin muss. Eigentlich geht es ja theoretisch da weiter. Da, das Rote da am Ende vielleicht. Da geht es auch weiter. Also ich muss theoretisch zu dem Gebäude da. Ne? Und dann von dem Gebäude geht es ja. Oh Gott, das laggt ja tierisch. Genau, zu dem Scheiß hier. Das heißt, ich muss auf jeden Fall irgendwie da landen. Das heißt, man kann auf den Kran irgendwie kommen. Und von dem Kran müsste ich auch irgendwie. Oh, warte mal. Da ist was Blaues da unten.
Das heißt, das wäre eine Abkürzung vielleicht fürs nächste Mal. Das ist bestimmt so ein Sprungbrett. Das blaue da unten. Okay. Oh Gott. Mal wieder fett am Niesen. Guck mal. Warte mal. Hier geht's doch weiter, oder? Nee, aber von der Plattform komme ich doch nie im Leben zu der Plattform, oder? Ha. Ich bin ja von hier gekommen, ne? Vielleicht bin ich einfach falsch gelaufen, aber hier geht es ja theoretisch auch weiter. Aber ich, wie gesagt, also ich werde diesen Sprung jetzt ausprobieren, aber ich glaube irgendwie nicht dran, dass ich den schaffe. Das sieht halt einfach absolut nicht so aus. Obwohl halt, wie gesagt, die Abstände sehen ja auch übelst scheiße. Okay, never mind. Einfach ausprobieren. Jetzt habe ich einfach viel zu lange Zeit verbracht. Die Abstände sehen aber viel, oh Gott, ja, viel länger aus, als sie eigentlich sind. Okay, das sieht schon wieder genauso eklig aus. Okay, ist es aber nicht. Okay, passt, passt. Okay. Ach du Scheiße. Jetzt habe ich verkackt, oder? Weil wie soll ich denn jetzt da hinkommen? Oh Gott, nee, das hat funktioniert. So. Ich muss ja nach hier oben, genau. So einfach die normalen Sprünge machen. Jetzt vielleicht diesen Hüftsprung machen. Okay. Oh Gott, was war das denn? Ach so, es gibt Checkpoints, okay. Okay. Normalerweise gibt es das doch bei diesen Spielen doch gar nicht, oder? Keine Ahnung. So. Okay, und weiter. Oh, Scheiße. Das habe ich jetzt fast verkackt. Ist hier ein Loch? Ne, hier ist kein Loch. Puh. Okay, ich habe die 100-Meter-Marke geknackt, die ich knacken wollte. Nice. Halt. Okay, nee, siehst du, das sieht halt schon wieder zu weit aus, aber das hier nicht. Die Abstände sind so illegal bescheuert gemacht. Guck mal, das sieht aus, als ob das irgendwie 10 Meter sind, aber ich wette, da kann man auch hoch. Das ist nicht nur zum Spaß da gemacht. Habe jetzt, glaube ich, auch die eher schwierigere Route genommen, weil hier sind nur solche kleinen Teile überall. Okay, jetzt werden die Teile eben noch kleiner. Fantastisch. Oh Gott. Was ist das? Ist das so ein Jump Pad? Ja, ich glaube. Ja. Okay, das ist easy, easy, easy. Nice. Sogar ein Checkpoint. Ich glaube es tatsächlich nicht, dass ich noch nicht runtergefallen bin. Das ist echt wild. So. Okay. Ja, heißt ja aber nicht, dass ich nicht kurz davor bin, runterzufallen. Das sind jetzt erstmal so. Genau wie bei. Was ich irgendwie komisch finde, warum gibt es denn Only Up bei Steam nicht mehr? Oder gab es das bei Steam nie? Das finde ich übelst weird, weil es gibt nur noch Only Up-Kopien, wie ich das gesehen habe. Es gibt irgendwie Only Up, dann gibt es irgendwie Girls Only oder Girl Only Up, wo man halt einen weiblichen Charakter spielt, natürlich für die ganzen Weebs. Was halt auch, wie gesagt, einfach eine schlechte Kopie ist oder so. Und dann gab's, was gab's? Only Up Rise oder sowas auch noch. Aber nicht das Original. Also es, und das eine Only Up, was ich gefunden habe, war nur. Die hatten, wie viel hatten das? Das hat nur ein paar Euro gekostet und das ist am 3. Oktober anscheinend erschienen. Also erst vor ja, knapp 2 Wochen oder so.
Also das ist definitiv nicht das Original. Also nicht das, was die ganzen Streamer irgendwie vor... Weiß ich nicht. Wann haben die ganzen Streamer das angefangen zu spielen? Von einem halben Jahr? Von einem Jahr? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall das Originale Only Up, was die ganzen Streamer spielen, habe ich nicht gefunden. Also nicht, dass ich das kaufen wollte, weil das Game habe ich ja jetzt auch gratis vom Entwickler bekommen. Darum geht es mir ja nicht, sondern ich wollte es ja einfach nur gucken, was das so für Bewertungen und so hat auf Steam. Warte mal, jetzt bin ich ein bisschen lost. Wo müsste ich hin? Das sieht richtig aus. Das sieht auch richtig aus, aber ich weiß nicht, wie ich auf diesen Bogen da komme. Ich müsste ja auf diesen Bogen da, wo man meinen Kopf sozusagen hinter meinem Kopf. Und dann da so hier hoch. Oder ich gehe dahin. Ich gehe einfach links hier hin. Sieht nicht unbedingt einfacher aus, aber. Wow. Mal nicht so doof sein. Ja, warte mal, warum gehe ich überhaupt hier hoch? Das macht keinen Sinn. Ich muss doch einfach nur hier hin. Ja. Okay. Wo halte ich mich jetzt da fest, bitte? Da oben? Ja, okay. 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 Ist die Ampel hoch oder was? Warte mal, mal ganz kurz chillen. Die Ampel hoch und danach? Da drauf oder was? Heilige Scheiße. Muss ich überhaupt die Ampel hoch? Das ist halt das Ding. Ich glaube, ich kann einfach hier hin. Hier und jetzt von da aus dahin. Ja. Okay. Boah. Okay. Nice. Okay, ich habe gar nicht gesehen. Wir haben schon die 200-Meter-Marke geknackt. Das ist irgendwie dumm. Okay, jetzt geht's. Okay, da schaffe ich es nicht hin. Ich muss auf diese Laterne. Ja. Let's go. Okay, passt. So, gehen wir hier hin oder hier hin? Sieht übelst dünn aus, ey, aber. Wir gehen einfach mal hier hin. Sieht irgendwie ein bisschen safer aus. Dann springen wir einfach hier rüber. Okay. Was ist mit dieser Straße? Kommen wir da hoch? Nee, oder? Nee, von dem LKW aus bestimmt. Nee, das bringt mir jetzt auch nichts. Geht ja dann runter. So, mal kurz chillen. Nee, warte mal. Wo muss ich denn jetzt hin? Ganzen Schilder sind irgendwie. Okay, alles klar, die sind doch teilweise richtig angezeigt. Okay. Sehr gut. Musik ist ein bisschen öde, aber die Hintergrundgeräusche sind eigentlich ganz nice. So ein bisschen für Vogelzwitschern und sowas. Ist okay. Okay. Ja, okay, ich dachte schon, der wird hier nicht festhalten. Das wäre richtig bitter.
jetzt einfach runterfallen. Okay. So. Jetzt nehmen wir mal hier Treppen. Treppen sind auch ein bisschen komisch. Okay. Okay. Was soll ich denn jetzt? Nee, also ich muss hier nicht hoch. Also hier vielleicht und dann genau da. Ja. Ja, die Pfeile sind schon hilfreich. Kann man nicht sagen. So. Okay, nice. Oh, sehr gut. Checkpoint bei 310 Meter. Wir gehen mal nicht auf diesem LKW, sondern wir gehen mal hier lang entlang. Das macht... Oh Gott. Ja, oh. Alter, hab ich Schwein. Heilige Scheiße, hab ich Schwein. Das ist ja übelst Luck, was ich jetzt gerade hatte. Weil da ein Stein drunter war. Oh mein Gott, war das lucky. Also einmal bin ich schon runtergefallen. Theoretisch. Ganze 2 Meter oder so. Okay. Also ich würde sagen, das Gameplay machen wir, also wir sind schon bei 20 Minuten tatsächlich. Wir machen das Gameplay auch so lange, bis ich einfach, naja, nicht auf den ganzen Boden runterfalle, aber wenn ich so mindestens 100 Meter verliere, dann hört das Gameplay auch auf. Zumindest für diese Runde. So. Das Game hat bis jetzt auch irgendwie nur, wie viel, 7 Reviews oder sowas, also sehr, sehr wenig. Haben anscheinend noch nicht viele gespielt und allgemein spielen es nicht viele, weil es ist gerade ein Samstag und es ist 23:30 abends. Also ist schon bitter, dass ich... Es wäre eigentlich ganz cool gewesen, wenn noch andere Spieler da gewesen wären. Ich hätte das gerne mit irgendwie... Man kann ja bis zu 100? Und bis zu 100 Spieler können gleichzeitig auf der Karte sein, aber ich will nicht wissen, was für Lags ich dann gehabt hätte. Wenn ich schon Lags im Singleplayer habe. Oh Gott, ich dachte schon, ich fliege daneben. Okay. Jetzt kommen schon Yoshi-Geräusche aus mir raus. Bald kommt noch ein Quappo. Quappo. So. Jetzt die Frage. Irgendwie sieht das Gebäude falsch aus. Ach nee, nee, das ist nicht falsch, aber wie? Boah. Okay, das war jetzt der erste Sprung, wo ich mir gedacht habe, dass ich den... Also außer die vorhin, die eigentlich sehr in meiner Nähe waren und ich das nicht wagen wollte. So. Okay. Jetzt die wo müssen wir hin? Also hier nicht, dahin. Was? Ist dein Ernst? Okay, nee, tatsächlich. Sieht halt wirklich so fucking weit aus. Ich verstehe halt nicht, warum. Und okay. Ja, da ist es. Achso, warte mal, ich kann ja so ein bisschen steuern, ne? Kann ich hier drauf? Kann ich hier? Nein, okay. Okay. Stimmt, ich kann ja Checkpoints auswählen. Ah, aber okay, das heißt, man hat hier zwar Checkpoints, ja, in dem Spiel, aber man hat, wenn man halt sowas wie Speedrun machen will oder allgemein halt auf die Zeit achtet, dann hat man halt eine Verzögerung, beziehungsweise nicht eine, Quatsch, eine Verzögerung. Man kriegt sozusagen Zeit addiert zu der Zeit, die man schon gespielt hat. Das heißt, ich habe jetzt schon 21 Minuten und dann, wenn ich hier das hier drücke, müssten das jetzt bei, genau, bei 38 sein. Komm, wie viel haben wir jetzt insgesamt? Wir haben jetzt 24 Minuten. Ja, komm, wir machen noch ein bisschen. Ich habe zwar gesagt, das Gameplay hört auf, aber komm. Das war ja gerade mal der erste Fall. Oh, scheiße.
Oh, fuck me. Aber das war echt ein super weirder Sprung. Also nicht der hier, sondern den. Hä? Also den, den ich halt vorhin verkackt habe. Egal, die Zeit interessiert mich ja jetzt eh nicht, ne? Also der Sprung vorhin, den fand ich echt super komisch. Hä? Und wieder? Okay, alles klar. Komm, wir fallen mal komplett runter. Und ist ja scheißegal. So, Zeit interessiert uns ja eh nicht. Okay, Alter. Ich will wenigstens noch mal einmal diesen Sprung. Oh Gott, was war das denn? Also diesen einen Sprung, den ich ganz oben verkackt habe. Auf was waren das? Waren das schon 400 Meter, oder? Wir gucken mal gleich. Ich bin mir gerade nicht sicher, welcher das war. Oh mein Gott. Welchen Sprung habe ich denn vorhin verkackt? Das war einer, der irgendwie übelst weit aussah, ne? Also der war auf jeden Fall viel weiter oben, ne? Okay. Boah, was war das denn? Das war nicht wie so ein Sprung, sondern irgendwie. Hier können wir einfach hoch. Jetzt chillen wir mal kurz. Ne, warte mal. Wir können hier weiter hoch, ne? Ja. Okay. Genau, so hier wollte ich nicht lang, sondern ich bin. Bin ich da lang gegangen? Ich meine, ich könnte auch dahin, aber hier geht es ja nicht mehr weiter, ne? Ne, ich muss hier hin. Das war hier der Sprung, wo ich mir gedacht habe, dass ich den verkacke, weil ich halt irgendwie so komisch von der Seite geslidet bin. Hier war ich auch schon. Ne, den, genau den Sprung habe ich ja noch geschafft. So, gucken wir mal. Hab ich da. Nee, warte. Warte. Nee, das habe ich auch noch geschafft. Ich habe jetzt diese Dings hier habe ich verkackt, ne? Hier, nee, den habe ich auch noch geschafft. Wohin, genau. Scheiße, leck mich doch. Genau, bei dem Auto habe ich es verkackt, ne? Den habe ich verkackt wohin? Okay. Wie das denn bitte? So, jetzt die Frage. Okay, nee, wir müssen da hin, ne? Ja. Oh, jetzt wird's ein bisschen eng. Oh, nice. Gott, ich bin erschrocken schon wieder. Okay. Checkpoint bei 436 Meter. Okay. Okay, jetzt. Hä? Ach du Kacke. Naja, gut, ich habe gerade den Checkpoint gekriegt. Boah, wie krass die FPS-Drop. Warte mal, aber ist nicht diese Straße eigentlich auch übelst gut? Oder? Nee, hier kommen wir nicht mehr hoch, ne? Nee, doch. Ah ja. Lol, doch, man kommt hier hoch. Aber die geht ja nicht weiter hoch, ne? Das ist so. Genau. Ah, okay, schade. So. Gucken wir mal.
Okay. Ja, hier, ne? Okay. So, ne, hier ist ein Netz. Okay, das passt. Oh, was? Okay. Das heißt, wenn man daneben fliegt, kann man noch Leertaste drücken. Und dann greift er sich an den Rand. Oder hält sich am Rand fest. Greift sich an den Rand. Das hört sich irgendwie falsch an. Oh Gott. Da ist ja ein Loch in der Mitte. Heilige Scheiße. Okay. Okay. So, hier ist eine komische Tür. Mauer. Passt. Okay. Nice. Komm, 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 komm. Okay, never mind. Gut. Unlucky. Ne? Boah, wie langsam das lädt, Alter. Holy shit. Was sind das jetzt? Ne, 305 Meter. Weil ich find's übelst dumm, dass das alles einfach C heißt. Also, ja, klar, steht für Checkpoint. Aber anstatt das einfach mal, hier so sich der erste Checkpoint A, dann B, dann C, dann D oder so. Aber gut, man kann ja die Meter sehen, ne? Also einfach das höchste nehmen. Da 305, das war der letzte. Aber gut, ich würde sagen, das reicht erstmal fürs erste Anspielen. Ja, was soll man dazu sagen? Es ist wie Only Up. Beziehungsweise das, was ich kenne von Only Up. Was ich mir gerade eingefallen ist, beziehungsweise ich gesehen habe, rechts unten sieht man, ich habe meine 436 Meter. Ich kann das jetzt mit der Maus leider nicht zeigen, oder? Doch, hier. 436 Meter und ich habe gar nicht gesehen. Das hier ist die ganze beschissene Bar. Ach du heilige Scheiße. Das heißt, wenn wir das jetzt mal zählen, das sind 1, also ich 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bis 9, also sagen wir mal 10. Das heißt, ich habe gerade mal ein Zehntel davon geschafft. Holy. Und das in einer halben Stunde. Ja, krass. Gut, ja, performancemäßig weiß ich nicht. Also, wenn ich das jetzt mal einfach mal ausprobiere auf komplett auf Quality und dann hier auf High einfach einstelle. Oh ne, warte mal, nicht Bloom, sondern Preset. Wird mein Rechner explodieren oder nicht? Oder würde abstürzen? Oh, das sieht nach einem Absturz aus. Nee, nicht ganz. Ne, ich bin aber trotzdem immer noch. Hey, jetzt geht's auf einmal. Aber es ist trotzdem noch diese komischen Pixel so um den Kopf und um. Was ist das denn? Was kann das denn sein? Anti-Aliasing? Nee, eigentlich macht Anti-Aliasing ja alles glatter, also smoother. Fullscreen? Naja. Motion Blur ist voll die Scheiße, das will keiner haben. Vielleicht ist das einfach das Game so. Anscheinend ein bisschen weird. Ich dachte, es liegt echt daran, dass ich die Grafik runtergedreht habe. Aber jetzt läuft das auf stabilen 60 FPS. Warum ging das denn vorhin nicht? Komisch. Oh, never mind. Na gut, wie gesagt, das war es erstmal für dieses Gameplay. FPS droppt natürlich tierisch, sobald man runterfällt. Aber ich glaube, das war bei anderen Spielen auch nicht wirklich so. Das muss ja das alles, sag ich mal, berechnen, während das droppt. In einer sehr, sehr kurzen Zeit, weil man ja schnell runterfällt. Also ist das eigentlich verständlich. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ganz cooles Spiel. Wenn ihr Only Up mögt, werdet ihr das vielleicht auch mögen. Wie gesagt, ist auch sehr, sehr billig bei Steam zurzeit. Kostet 6,89 €. Und nein, das ist nicht gesponsert oder so. Bloß, ich habe halt einfach absolut keinen Vergleich. Und das geht übrigens nicht bis 100 Spieler, sondern bis 200 theoretisch. Aber ich denke mal, das Spiel ist jetzt auch nicht super beliebt oder super bekannt. Ich gehe mal kurz auf die Steam-Charts und wenn man da guckt. Ja, das Spiel hat. Hey!
Playing 1 hour ago steht da ein Spieler. Komisch, wer ist das bloß? Also ich bin zurzeit der Einzige, der on ist und das Spiel hatte maximal, als es rauskam, sogar auch nur 20 Leute maximal haben das gespielt. Aber wenn man sich das mit Freunden holt, kann das ja vielleicht Spaß machen. So, egal. Das war's von mir. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Reingehauen.